Mensch, da denkt man einmal, man hat das Haus jetzt endlich abgehakt und dann stellt man fest, ich habe ein Geländer vergessen. Oh Gott. Nein, warum? Ja, muss ja nicht viel sein, aber bloß ein paar Blöcke hier drum und dann passt das schon. Mehr muss es ja nicht sein. Das war es eigentlich auch schon. Ich glaube, dass wir den wieder rausnehmen können, die Ecke hier. Zack. So ein kleines hölzernes Teil da. Weiß es nicht. Weiß es echt nicht. Irgendwie passt mir das noch nicht so richtig. Habe ich das bei den anderen Gebäuden immer gemacht? Ich glaube, da habe ich die aus Stein gemacht und dann mit Treppen drunter, oder wie war das? Ja gut, hier ist niedrig genug, da braucht man es nicht. Wie habe ich da gemacht? Okay. Ja gut. Wie habe ich in den anderen Fällen gemacht? Wahrscheinlich ist es noch gar nicht so häufig, na, so häufig vorgefallen, aufgetreten, wie auch immer. Egal. Dann lassen wir es vielleicht eigentlich so wie, einfach so, wie es ist. Oder? Ich meine, ich könnte da natürlich trotzdem einen Riemen setzen und da auch. Dann würde sich das aber verbinden. An der Stelle. Ja, Moment, ich habe ja sogar noch Treppen da. Hau den mal weg. Dafür sammeln wir da. Ach nee. Ja doch. Also, da einmal die Treppe hin und dann das Ding da drauf. Wieder mal der gleiche Scheiß. Nachher kann ich das natürlich auch so machen, dass ich hier einfach nochmal eine Treppe dran setze. Genau hier, die verbindet sich dann auch nicht. Zack. Das wäre vielleicht so angenehmer. Ich da auch nochmal wieder hinsetze. Irgendwie sieht es komisch aus, oder? Irgendwie habt ihr recht. Irgendwas hier fällt mir da. Ach komm, an dem Block da oben noch nicht. Wisst ihr was? Ich glaube, dass das so jetzt besser aussieht. Ein bisschen. Kaum. Nimm den auch mal raus. Ich glaube, so ist es angenehm. Darf ich doch noch hoch den Kram wieder haben? Danke. Ich war für einen Freund. Komm, hoch da. Dankeschön. Vielleicht müsste es eigentlich besser passen. Hoffe ich. Gut, von hier aus fällt es jetzt eher weniger auf. Das ist soweit in Ordnung. Von hier aus geht es eigentlich auch. Ja, ich glaube, es ist okay. Gut, gut. Ja, finde ich super. Finde ich very good. Würde ich jetzt ganz gerne hier noch irgendwie so ein Holzteil hinsetzen. Beziehungsweise ich brauche einfach einen Haufen Holz. Einen Haufen Holz vor der Hütte brauche ich jetzt. Nur die Frage, wie genau wir das dann gestalten? Man könnte das dann so handhaben, dass das hier anfängt, weiß ich nicht. Eins, zwei, drei. Kommt hier ein Pfeiler hin. Ja. Eins, zwei, drei. Und da ein Pfeiler hin. Okay. Eins, zwei, drei. Und hier ein Pfeiler hin. Müssen die hier weg? Reicht mir das dann? Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, hier da hinsetzen. Also alles nochmal verschieben. Ich meine, der Kram muss ja sowieso rausgenommen werden, gar keine Frage. Aber, naja, gut. Holen wir den nochmal raus. Genau. Und den hier. Dahin. Gut. Jetzt würde ich die ganz gerne mal rausnehmen. Ach ja, hier würde ich auch noch weitermachen. 1, 2, 3. Dahin. Eins, zwei, drei. Ja, na dann. Gut, dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt erstmal den ganzen anderen Kram hier wegnehmen. Entfernen. Ja. Ich brauche eigentlich noch einen Haufen Treppen. Ich habe jetzt aber gerade nur eine da. Das missfällt mir ehrlich gesagt so ein bisschen. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche wieder mal Holz, du. So, für ein paar Treppen, ne? Das sollte auch reichen, ne? Erstmal.
Labor erst. Okay, hauen wir die so rein, oder? Nee, nicht ganz. Die Ausrichtung war an sich okay, aber die Ecken lassen wir auch so. Okay. Weiß nicht, wollen wir das noch einmal da rumziehen? 1, 2, 3, dann wäre hier der nächste Pfahl. Hm. 1, 2, 3. Und darum wieder einer hin. Ja, ich glaube, das passt schon. Das läuft schon so, wie es ist. Wenn wir die nochmal beiden raus hier. Zack, zack. Ja, und hier natürlich auch nochmal. So. Hier nochmal fix. Dann hier nochmal die letzten drei. Gut, wie wir es denn hier machen, ist dann noch die Frage, aber ich glaube, das ist soweit okay. Ja, das ist in Ordnung. Ich muss, gut, wir müssen hier noch ein bisschen was austauschen. Habe ich noch. Nee, aber ich habe Sand. Der Sand reicht dafür eigentlich auch aus. Ja, ist okay, wenn wir da bloß Sand hinkippen. Das passt schon. Mhm. Ja, und hier den Zwischenraum jetzt vielleicht nochmal ein paar Stufen füllen. Nachdem wir den Kram ja auch mal weggeerntet haben. Und dann haben wir so eine kleine hölzerne Plattform. Hier schon mal. Wobei wir dann vielleicht von dieser Seite aus hier nochmal eine Treppe runterziehen sollten. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Aktuell haben wir sowieso noch keinen richtigen Aufgang hier zu dieser komischen Plattform. Ich meine, klar, man kann da ohne Probleme draufstiefeln, weil es bloß ein Block ist. Aber wird ja schon ordentlich gemacht werden, ne? Mit Treppen oder mit Stufen oder so. Ah, könnten wir hier vielleicht hier so eine kleine Treppe oder sowas hinsetzen? Eigentlich auch nicht. Warum eigentlich auch nicht? Aber erstmal wieder ein bisschen mehr von dem Stuff hier. So. Stufen. Danke. Das waren vielleicht ein paar viele Stufen, aber was soll's. 1, 2, 3. Wir brauchen die Stufen sowieso ständig und überall und immer. Wisst ihr ja. Warum mache ich das mit Stufen, weil es Material sparen da ist? Einen anderen Grund hat es eigentlich nicht. Wunderbar. Jetzt könnte man sogar noch überlegen, ob man da jetzt auch noch ob man hier jetzt noch Zäune und Zauntore und sowas draufsetzt. Kann man machen. Sein lassen, das ist richtig. Ja, ich glaube Zäune dazwischen, oder Zauntore besser gesagt, wäre glaube ich gar keine so schlechte Idee. Könnte man die Pfeile noch alle um einen erweitern. Dankeschön. Hier auch nochmal. Und doch. Und dann gibt es jetzt noch ein paar kleine Feine. Zauntore ran. Ich meine, ich würde da jetzt sowieso eigentlich lieber Falltüren und sowas hinsetzen, aber das würde dann mit den Dorfbewohnern nicht funktionieren. Dementsprechend. Über Zauntore. Würde dann so aussehen. Es ist okay, aber ich bin der Meinung, dass es vielleicht sogar mehr Sinn macht, beziehungsweise schön aussieht, wenn wir hier einen Zaun sogar reinsetzen. Einen normalen Zaunblock. Zaunpfahl, genau. Ja, genau, Zaunpfahl. Nehmen wir das jetzt einfach mal Zaunpfahl. Ich glaube, das könnte ein bisschen besser aussehen. Und hier hinten, auch wenn es hier da ein bisschen eng ist, setzen wir dann noch eine kleine Treppe runter, glaube ich. Genau. Hier noch ein bisschen Sandstein irgendwo. Irgendwie normale Sandstein. Ah, nee. Ja, wobei, ist auch normale Sandstein. Ist okay. Dankeschön. Ja, okay, dann brauchen wir jetzt 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6. Das gefällt mir very gut. Wenn ich mir ein paar Stöcke gebastelt habe, danke. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Wunderbar. Na, gucken wir gleich nochmal, ob es jetzt so wirklich besser aussieht oder ob man es wegschmeißen kann. Na? Na? Ja. Ah, hat doch was.
Man könnte sich sogar noch weiter übertreiben. Ja, natürlich. Man kann nicht immer übertreiben. Deswegen sind wir hier. Wir holen uns ein paar Schilder. Weil ich jetzt mit den Schildern mache, ihr werdet es gleich sehen. Das ist ja das Schöne. Die Schilder behindern ja die Dorfbewohner nicht. Ist geil. Das waren zu viele Schilder. Ist egal. Oh, ist da drin auch. Okay. Aber eben nur da auf der Line, wo auch die Zäune rumhängen. Hier unten müssen die jetzt nicht hin, hin glaube ich. Einmal außen rum bitte, dankeschön. Da nochmal ein. Hier. Und dort. Okay, dann haben wir es eigentlich auch. Na wunderbar. Sieht doch brauchbar aus, Fragezeichen. Ja? Doch. Finde ich eigentlich soweit gut. Absolut übertrieben und völlig dämlich, aber was soll's. Könnte man jetzt eigentlich sagen, dass wir hier den Teil wieder ein bisschen weiter schustern, dass wir da dann so ein bisschen, ja, den Weg generell zu dem ganzen Ding haben. Hier müssen wir auch nochmal weiterbauen. Aber ich glaube, dass wir erstmal in diese Richtung hier weitergehen. Das heißt, ein Haufen Sandstein, den ich jetzt aktuell nicht wirklich auf Tasche habe. Na komm. Mal rüber damit. Glatten brauche ich nicht. Ich brauche normalen Sandstein. Danke. Nein, nicht glatt. Normalen. Dankeschön. Geschnittene Sand. Sand brauche ich dafür auch. Gar keine Frage. Und die steinerne Säge. Weil wegen Treppen und so. Ihr wisst ja. Okay. Hier sind wir eigentlich mal im Wechsel lang gegangen mit Bauer und Dingsbums. Dann. Ja, verdammt. Da muss der eigentlich hin. Andererseits hier ja eigentlich auch. Mal weg mit dir. Und mit dir auch. Gut, dann haben wir wieder eine Zahl. Dann haben wir keine mehr. Dann hier wieder den Pfahl. Clean. Ja. Okay. Und hier nochmal den Pfahl. Dankeschön. Ja, schön Stück für Stück, ne? Ihr wisst ja. Wenn man die Pfahl anklopft, dann auch gleich direkt mal ein bisschen höher setzen, danke. Wunderbar, ich brauche Mauern. Ich brauche viel mehr Mauern. Noch mehr davon. Okay, erstmal 12 Stück, das reicht erstmal aus. Dankeschön. Aha. Ja. Sehr gut. Rein. Und genau da kommt noch eine rein. Sandstein. Hoch da. Ja, genau genommen müssen wir sowieso noch ein bisschen weitergehen. Wisst ihr was? Wenn wir schon mal dabei sind, kann man sich eigentlich auch gleich direkt machen. Der Sand kann da bleiben, das ist soweit okay. Ja, es ist in Ordnung, denke ich mal. Aber jetzt brauchen wir natürlich noch hier mehr. 2. 4, 6. Ich brauche wieder 6 Mauern. Halt, noch 8. Ich vergessen. Nein, hab ich wieder neue gebaut. Blüm. Okay, dann fehlt da drauf jetzt natürlich noch das Geländer. In Form von normalen Sandsteinstufen, das ist richtig. Ich brauche Sandsteinstufen. Nach denen habe ich gerufen. Erstmal 12 Stück. Eigentlich reichen die aber nicht. Ich meine, wir können dann teilweise da vielleicht sogar noch ganze Blöcke reinhauen, damit wir dann noch eine Laterne oder sowas dran setzen können. Das wäre auch noch eine Option, das ist richtig. Und wir müssen irgendwo auch noch eine Treppe haben, die runter in das Becken geht. Wo wir die hinsetzen, ist halt auch die Frage. Entweder auf diese Seite mit oder dann doch eher auf die andere Seite da hinten. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Da bin ich noch ein bisschen überfragt, du. Auf jeden Fall kostet mir das noch ziemlich an, dass wir hier noch die falschen Blöcke haben. Wir müssen hier noch den Weg hinsetzen. Ja, Treppen und so ein Scheiß. Wunderbar, hätten wir hier noch ein paar weitere Treppen? Och, Mann. Die nächsten hier. Was hast du denn an den Gebieten hier? Sag mal hier. Okay, brauche ich irgendwie... Oh, Schleim.
Nee. Du kannst mir gerne deine Leinen geben, da hätte ich nichts dagegen. Aber den Schleim, den brauche ich nicht. Den kannst du gerne für dich behalten. Der ist mir ein bisschen zu schleimig, weißt du? Okay, eins, zwei, vier. Das gönne ich in dem Moment. Von hier war das ja genau. Nee, der Kram. Vier Stück, dankeschön. Tja, dann hätten wir den Weg jetzt schon mal so weit drinnen. Das ist fein. Aber wir haben trotzdem auch keinen Zugang zu dem Ding hier. Wir brauchen nämlich hier, ist auch mal eine kleine Treppe drin und ich glaube, dass wir hier noch einen geschnittenen ganz gerne reinschwirbeln könnten. Genau an die Seite. Dann könnte man sagen, dass man was sagen kann. Mhm, genau. Dass wir die mal wegnehmen. Ich werde gerade am überlegen, wie ich das jetzt mit der Treppe hier mache. Ob wir die auf diese allein setzen oder auf diese hier. Ich glaube, es wäre sinniger, wenn wir sie hier hin tun. Und dann auch in Form von Sandsteinstufen tatsächlich. Ja, genau. Brauchst du nicht so. Ja, genau. Ist da Sand irgendwo da? Einmal Sand dahin und dann können wir hier wieder ein paar Blöcke austauschen und dann da, wo ich die Blöcke ausgetauscht habe, dann vielleicht ein bisschen Treppe wieder hinsetzen und dann passt das schon. So sieht das denn aus. Vernünftig und schön, würde ich mal sagen. Hoffe ich. Und wenn nicht, dann nicht. Ich brauche Treppen. Ich brauche wieder viel mehr Treppen. Wie die Treppen her. Die Treppen gefallen mir sehr. Hallo, Treppen. Da, danke schön. Erstmal 16 Stück, das soll ausreichen. Stein. Hierfür sowieso, aber später nicht. Ran da an die Veranda, dankeschön. Da auch noch mal einen ran. Okay. Irgendwie gefällt mir das nicht. Das muss ich ehrlich gestehen, dass mir das nicht so ganz gefällt. Und ich weiß nicht warum. Gefällt es mir so besser? Weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich lasse es jetzt einfach so. Ja. Ja, wunderprächtig. Ich habe mit dem Bereich die Auswahl abgehakt. Könnte man als nächstes vielleicht hier so ein bisschen weiterführen, das Pier-Gedöns? Ihr habt doch echt einen Schaden. Und da kann man hier hinten nämlich nochmal so einen hölzernen Anbau drüber, dran setzen, wo dann vielleicht noch, keine Ahnung, ein paar Sachen dann rumhängen oder sowas. Da kann ich so schlechte Idee. Ja, das Gebäude wird immer größer und größer, ne? Beziehungsweise generell die Anlage hier, aber das ist okay. Gehört ja auch dazu. Eingerichtet wurde bloß noch nicht. Und das Gebäude muss eigentlich auch noch fertig gemacht werden. Ah, so viel zu tun!